Und damit hallo und willkommen zurück zu FIFA 17 Karriere mit dem SV Werder Bremen. Wir sind in der zweiten Saison beim SV Werder und wir werden erstmal fleißig verkufen, verkufen, verkufen. So, wir wollen hier mal gucken. Ein Mann für die Zukunft. Was kann der Mann denn für die Zukunft? Was kannst du denn? Okay, wir beobachten mal linkes Mittelfeld. Nice, nice, nice. Heißt aber auch gleichzeitig, dass sich FIFA ein klein bisschen aufgehängt hat. Wir auf jeden Fall mal in den Teambericht gehen und mal gucken. Der ist noch verliehen, das ist schon mal gut. Verliehen, verliehen, das ist gut. Trobney behalten wir, wenn nach der Saison Karriere. Ja, komm, wir lassen erst bei den Transfer anfangen. Das heißt, ach, das mag heute irgendwie nicht so mit FIFA. Wir springen einmal rüber und dann sollte eigentlich so langsam, aber sicher. Genau. Sollen wir ein Vorbereitungsturnier machen? Nee, kommt, wir machen kein. Machen wir Turnier? Machen wir kein Turnier? Komm, wir nehmen die Einladung an. Ist okay. Wir nehmen natürlich das hier für 8 Millionen. Danke fürs Gespräch, weil wir brauchen das Geld. Wir sind jung und brauchen das Geld. Das ist einfach so. Europäischer, ja, danke. So, und dann sollten wir eigentlich. Genau, so langsam sollte die Transferphase beginnen. Isaharovic würde gerne spielen. Ja, danke, das freut mich auch. So, bevor wir ins Spiel reingehen, werden wir erstmal gucken. Wir sortieren aus. Trobney lassen wir. Jatta Baré, sorry, aber du bist auf der Streichliste. Diagne. Was? Transferangebot? Auf die Transferliste sitzen, so rum. Du bist, glaube ich, auf der Transferliste, genau. IT-Check. Da, 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 da. Tja, was machen wir mit ihm hier? Wir verleihen ihn. Wir verleihen ihn auf die Leihliste für ein Jahr. Garcia, I'm so sorry, auf die Transferliste. Du bist leider weg. Weil ich habe mir so ein paar Sachen rausgeholt. Genau. Da werden wir einfach mal gucken. Marvin Busch, du bist raus. Etc. Du bist leider auf der Transferliste. Oh, der ist schon auf der Transferliste. Nein, 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 wo bin, wo bin, wo bin, wo bin. Transferliste, genau. Kleinhalser, ja gut, das ist halt so die Frage. Puh, puh, puh. Behalten wir ihn nicht. Ich setze mal für 2 Jahre auf die Transferliste, auf die Verleihliste. Guaro setzen wir auf die Transferliste. Steht noch auf der Leihliste. Er kommt auch mal für 2 Jahre raus. Daniel Hendricks. Ja, das ist ein Mann für die Zukunft. Das ist echt ein Mann für die Zukunft. Aber. Was ist das? Was? Er steht schon auf der Leihliste. Okay. Finn Bartels. Okay. Hajrovic. Okay. Wir machen gleich mal hier. Neuen Vertrag anbieten. Kriegt er 2 Jahre. Er kriegt 25 und er bleibt natürlich Rotationsspieler. Hoffen wir, dass er das so annimmt, das wäre gut. Ja, keins, keins, keins. Gut, den lassen wir mal so. Passler, oh, auf jeden Fall, den behalten wir. Rechter Verteidiger, nice. Da würde mich auch gerne mal interessieren. Kann der auch. Er kann auch links spielen, nice, weil wir. Ich zeige euch gleich warum. Das ist aber schon mal gut. Moisander. Okay, dann haben wir hier schon mal ausgemistet. Jetzt gehen wir mal kurz hier auf den Netzwerk, machen wir hier mal Spieler suchen. So, ich habe mir einen rausgesucht und zwar einen rechten Verteidiger. Werdet ihr wahrscheinlich alle kennen. Werden aber erstmal. Ist vom Liga-Konkurrenten natürlich. Und zwar Jedwai. Da fragen wir erstmal an, was der Spaß uns kosten würde. Kontaktieren zu Kauf. Stopp, schon wieder falsch. Irgendwie bin ich heute noch nicht so ganz auf der Höhe. Ja, ich muss mich auch entschuldigen dafür, dass so lange kein FIFA mehr kam. I'm so sorry. Hab's eindeutig leider nicht geschafft früher. Ich habe hier noch ein paar ZM rausgesucht. Und zwar einmal den. Achtung. Ich weiß, das ist auch wieder ein Liga-Konkurrent. Ich weiß, den werden wir wahrscheinlich auch nicht kriegen, weil er zu teuer ist. Aber. Ich sag mal so, wir beobachten und machen wir Dortmund kontaktieren zum. Na, eine Anfrage starten. Danke. Es ist ein Top-Talent.
Brauchen wir uns dann rein. Dann haben wir hier noch den Kock. Den haben wir auch noch, genau. Hier, und zwar, genau, auch einen 20-Jährigen. Weiß, glaube ich, Böhmhoff, genau. Den werden wir auch mal beobachten und auch mal eine Anfrage schicken. Wie und was und wo. So, dann habe ich mir noch rausgesucht hier, genau, auch wieder vom Liga-Konkurrenten. Warum eigentlich Konkurrent? Imbo, da ist er doch schon. Das ist er, oder? Genau, richtig. Hier vom Schalke 04. Der wird verdammt schwer zu kriegen. Aber Anfragen geht. Anfragen darf man immer. Und dann haben wir hier noch zwei, drei habe ich auf jeden Fall noch. Und zwar nochmal einen von Dortmund. Das ist hier. Schreibt der sich auch so? Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Oh, das müsste hier genau hier er hier sein, richtig genau. Auch beobachten und auch mal eine Anfrage schicken. Dann werden wir es nochmal bei dem Torwart probieren, bei dem wir es letztes Mal probiert haben, wo wir es leider nicht bekommen haben, weil Trobny wird mir zu alt, wird nicht mehr lange machen. Deswegen habe ich lieber gern zwei junge Torhüter. Ich würde es dann so machen: Der eine spielt Europa League und Pokal und der andere Liga, der andere spielt Bundesliga. Drago, ho, ho, ho. Hier müsste doch eigentlich schon mit dabei sein. Genau, hier. Wir machen hier auch mal wieder eine Anfrage und auch zur Beobachtung. Und dann habe ich hier noch. Was habe ich denn hier noch rausgesucht? Jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Genau. Doch, ein ZM habe ich hier. Und zwar von. Der ist von Atletico Madrid. Oli, yeah. Wo ist er? Da. Wo mache ich nochmal Leertaste? Oh, das war falsch. Oh. Ja, okay. Wir probieren so. Munoz. Mal gucken, ob wir ihn so finden. Ich hoffe, dass wir ihn so finden. Wenn nicht, wäre es echt blöd. Okay, wahrscheinlich nicht. Das habe ich mir fast gedacht. Aber vielleicht kriegen wir ihn doch noch raus. Und nee, er ist da nicht mit dabei. Ach, Mist, 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 Mist. Okay. Ist ja kein Problem. Wir gehen hier einmal raus. Gehen wieder rein. Und zwar spielt er in was für einem Land? So starten. Nee. Ah, zurücksetzen. Hallo, zurücksetzen. Danke. Land spielt er in. In. Wo ist Spanien? Spanien. Wann kommt Spanien? Da ist Schottland, Schweden, Schweiz, Spanien. Spielt bei. Was mache ich denn? Hier. Atletico Madrid. Und dann bitte einmal auch suchen. So, jetzt gucken wir gerade nochmal, wo er ist. Den wollten wir auch anfragen. Und dann fragen wir auch gleich mal an. Anfragen, haben wir schon angefragt? Anfrage und untersuchen, genau. Oh, den hätte ich fast vergessen. Der wird stark, der ist brutal, der Typ. Wo haben wir jetzt? Wo haben wir jetzt? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hallo, wo versteckst du dich? Ich suche dich. Ta 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 ta. Hä? Ist er nicht mehr da? Ja, wobei eigentlich haben wir genug ZM. Aber ich gucke jetzt nochmal durch. Nee, der ist echt nicht mehr da. Schade, schade, schade. Hä? Nee, okay. Schade, er ist nicht mehr da. Ich würde sagen, die Spiele simulieren wir einfach, weil das wäre jetzt ganz ehrlich nicht wirklich so wichtig. Ich hoffe halt nur, dass sich jetzt keiner verletzt. Das wäre nämlich brutalst hässlich. Ah, oh, 4-0, zweimal Gnabry, Kruse, läuft bei uns. Ich weiß, ich gebe es auf die Turniere jetzt nicht so arg viel Wert. Von daher sollte das hier. Ja, ich weiß, du bist enttäuscht, weil du nicht gespielt hast. Wir haben hier. Oh. Sturm Graz will. Johannes Eckstein. Alles klar. Kommt, für ein Jahr kriegt den. Für ein Jahr kriegt den. Spieler verliehen. Okay, nice. Wer darf spielen? 16 Millionen, seid ihr bekloppt?
7 Millionen für Krog. Ta 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 ta. Okay. Gucken wir gerade mal, ob wir hier vielleicht noch einen haben, den wir loswerden wollen. Den wir mit dazu schenken können. Wie wäre es denn mit. Tja. Mit irgendwas, was Geld bringt, hä? Kommt, wir machen IG-Check. Und ihr kriegt 5 Millionen. 5 Millionen halte ich durchaus für legitim. Also kommt, wenn das. Okay. Oh, gut, das ist pervers. Nee, dann. Nö, dann fällt der Innenverteidiger leider schon weg. Da muss ich gucken, wenn. Der rechte Verteidiger. Wenn ihr noch einen rechten Verteidiger habt, der gut ist, schreibt den auf jeden Fall mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Wir werden jetzt aber auch mal kurz hier ins Büro gehen. Und werden mal kurz. Halt, halt, halt. Falsch, falsch, falsch. Hä? Bin ich jetzt gerade so blöd? Meine Karriere, Jugendstab. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Aber nur so ein kleines bisschen. Hä? Okay, ich finde es gerade nicht, wo wir das Budget erhöhen. Kann man mal machen. Kann man machen, muss man nicht. Okay, ich bin wirklich gerade ein bisschen arg verpeilt. Sorry. Das gibt's doch gar nicht. Finanzen. Da, Traktion. Budget. Hier. Nehmen wir das so lange. Ja, ich wollte es aber so ein bisschen runtersetzen. So auf genau. Ja, so passt das. Hat das jetzt auch gemacht? Biete, biete, biete. Ja, hat er gemacht. Nice, nice, nice. Das passt. Gut, 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 gut. Wir sollten auch mal gucken, was diesmal, ohne dass wir es gleich wieder verkacken, was der Vorstand so von uns möchte. Erhöhe den Vereinswert über 2 Saisons um 30%. Okay, da sind wir jetzt in der zweiten Saison. Erhöhe über 3 Saisons die Dauerkartenanzahl um mindestens 10%. Okay, Europa League Halbfinale. Ja, genau. Nachwuchsentwicklung. Verpflichte über 2 Saisons mindestens ein Spieler aus deiner Jugendakademie in der ersten Saison und sorge in der Folgesaison für mindestens 50% Einsatzquote. Verbleibende Saison 2. Alter, okay. Verpflichte ein wichtiger. Okay, das habe ich verkackt. Langfristig erhöhe über 3 Saisons die Dauer. Okay. Deutscher Pokalrunde der letzten 32. Europa League Platz erreichen. Okay, Finanzen. Ende diese Saison mit einem Restbudget. Ja, okay, das habe ich leider auch schon verkäselt. Gut, dann haben wir dieses Jahr gar nicht so viel. Ich gucke jetzt gerade mal, vielleicht können wir schon einen aus der Jugendakademie hochziehen. Wie sieht's aus? So, Vertrag anbieten. Komm, du kriegst mal einen Vertrag. Über 3 Jahre kriegst einen Tausender. Und sagen, du bist künftiger, aber nur künftiger Stammspieler. Das kannst du eigentlich gar nicht ablehnen, mein Freund der Sonne. Ja, das ist also echt gut, hey. Okay. Training können wir. Oh. 29 Mille, Alter. Ihr habt doch gesoffen. Okay, der fällt weg. Ja, das habe ich mir gedacht. Embolo auch zu teuer. Okay, Dembélé 33. Was ist denn mit euch? 9 Millionen. 34 Millionen. Habe ich mir ein bisschen anders da ausgemalt, muss ich zugeben. Aber okay. 9 Millionen. Ich würde sagen, wir machen ein Jahr ausleihen und danach kriegt ihr, wie sieht's aus? 12 Millionen. Steht das? Ist das ein Deal? Boah, bitte sagt ja, kommt schon. Kacke, wollen die alle viel Geld? Was ist denn mit denen los? Sind die denn betrunken oder was? Das verstehe ich gar nicht. Was ist denn da los? Vertrag akzeptiert? Jawohl. Ich habe den Vertragsbedingungen angeboten. Jawohl, er verlängert auch. Kann ich Sie was fragen? Hallo Chef, ich hoffe, Sie rotieren mal ein bisschen. Ja, mein Freund der Sonne. Wir könnten ja eigentlich mal gucken. Können wir dich irgendwo rein? Ja, wir könnten mal Moisander raus. Mal den Hendrix rein. Okay. Mann, 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 wir kriegen unseren Kader eindeutig nicht verkleinert.
Eindeutig kriegen wir den nicht verkleinert. Schade eigentlich. Das passt mir jetzt nicht so wirklich. Aber gut, was soll ich machen? Ich lasse es aber so. Ich lasse Paslak jetzt mal als Stammspieler, weil ich einfach denke, der wird wahrscheinlich ja für alleine von Entwicklungstalent noch ein bisschen größer sein. Okay. So, dann war es auch wieder für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut da rein und tschüss.